Hey, willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einer neuen Serie, einem neuen Projekt, das ich euch heute hier präsentieren darf. Es geht mal wieder in einen Karrieremodus, aber diesmal anders, diesmal besser und diesmal mit einem Verein und einem Projekt, das auch in FIFA 18 fortgesetzt wird. Es geht selbstverständlich um meinen englischen Lieblingsverein, um Newcastle United. Wir machen eine Karriere mit diesem traditionsreichen Verein, mit den Magpies, allerdings nicht, wie ihr es in den letzten Jahren gekannt habt. Wir werden es nicht auf die Art und Weise machen, dass wir live irgendwie spielen, ein paar geile Spieler kaufen und einfach, ja, so vor uns hin dümpeln und irgendwann mal die Meisterschaft gewinnen. Nein, wir machen das Ganze deutlich besser. Wir machen es auf eine Art und Weise, die es auf diesem Kanal hier noch nicht gegeben hat und die ich auch so noch nicht kenne, denn wir werden Ultimate Team mit einbinden und wir werden vor allem euch extrem mit einbinden. Das wird eine ziemlich coole Geschichte. Wenn ihr euch noch nichts darunter vorstellen könnt, ist das nicht so schlimm, denn ich werde es euch gleich in den Regeln erklären. Zunächst einmal, wenn es euch gefallen sollte, die Idee vor allem, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, 1000 Likes für die erste Episode, kriegen wir das hin, ich würde mich da tierisch drüber freuen, dann sehe ich, dass ihr mega Bock auf dieses Projekt habt und glaubt mir, wenn ihr Bock habt, können wir auch eine Facecam implementieren, dann seht ihr, wie ich das Ganze hier live nachkommentiere. Ich aber erkläre euch erstmal, wie das Ganze allgemein aussehen wird. Es wird ein ganz normaler Newcastle-Karrieremodus with a twist, denn wir dürfen keine Transfers machen. Warum nicht? Das erkläre ich euch zunächst mal jetzt. Und zwar gibt es Regeln. Erstens, für Challenges, die wir im Karrieremodus erfüllen, gibt es Packs in FIFA Ultimate Team. Karriereziele gelten dabei als Challenges, beispielsweise das Erreichen der, ja, quasi Euroleague-Qualifikation als Beispiel jetzt, oder auch Nachwuchsarbeit gefördert oder Top-Spieler verpflichtet. Das ist übrigens die einzige Variante, wo ich alleine entscheide, welchen Spieler ich hole, und ich darf auch nur Spieler holen, die wirklich vorgegeben sind als Ziel. Dazu Hattricks, Kantersieg, das heißt 4-0 oder höher, und Titelgewinn. Das sind die Challenges, für die wir Packs öffnen dürfen in FIFA Ultimate Team. In diesen Packs sind im Normalfall, es werden 7,5K-Sets sein, Spieler drin. Ja, und diese Spieler dürfen wir im Karrieremodus theoretisch kaufen. Für jedes Ziel, das wir erreicht haben, kriegen wir ein Pack und einen Transfer. Das heißt, wenn wir beispielsweise, sagen wir jetzt mal, was ich gerade gesagt habe, einen Nachwuchsspieler um 10 Punkte pushen in einer Saison, dann haben wir einmal einen freien Transfer und ein Set. Wir öffnen das Set, darin haben wir, weiß ich nicht, drei Beispielspieler, und zwar ganz krass jetzt mal Griezmann, dazu haben wir Salif Sané und wir haben noch Joshua Kimmich, haben nur drei Spieler drin. Dann dürfen wir einen dieser drei Spieler kaufen, beziehungsweise wenn wir die weiteren Packs öffnen für die weiteren Challenges, dürft ihr entscheiden, welchen Spieler holen wir. Das wird in der Praxis nicht so kompliziert, wie es jetzt eventuell klingt. Wir haben eine Liste, die werde ich immer unter die Videos packen, welche Spieler wir gezogen haben, und ihr seht immer im Video, wie viele Transfers zur Verfügung stehen. Natürlich können wir nur in der Transferphase transferieren, das sollte, denke ich mal, klar sein. Ja, ihr entscheidet über die Transfers. Jugendspieler zählen nicht als Transfers. Das heißt, wir können beliebige Spieler aus der Jugendmannschaft hochholen. Das ist vollkommen egal. Das hat nichts mit den eigentlichen Challenges zu tun und die natürlich pushen. Und die Transfers werden nicht übernommen von Saison zu Saison. Das heißt, wenn wir jetzt in der ersten Saison 7 oder 8, sagen wir mal 10 Transfers haben, in der Winterpause haben wir 3 gemacht und haben theoretisch noch 7 übrig, Pech gehabt. Dann geht's ganz normal weiter. Ja, das sind die Regeln und ich würde sagen, damit kommen wir jetzt mal zum Rest dieser Serie. Denn ihr habt natürlich noch weiteren Einfluss. Das sollte, denke ich mal, ganz klar sein. Und zwar entscheidet ihr im Endeffekt über alles, was in diesem Karrieremodus passiert. Ich werde euch nach der Formation fragen. Ich werde euch nach den Stammspielern fragen. Ich werde euch fragen, wen ich verkaufen soll. Auch wenn ich natürlich so ein bisschen auch in dieser Episode schon voranpresche. Aber ihr werdet im Endeffekt über alles entscheiden. Abgesehen von den Zielen, die muss ich auf meine Art und Weise erfüllen. Ich werde natürlich darauf achten, dass es euch im Idealfall gefallen wird. Außerdem, wenn ihr euch fragt, Max, warum mit Newcastle? Einmal habe ich bereits gesagt, es ist mein Lieblingsteam in FIFA 17. Nicht nur, sondern auch in Realität in England. Manchester City und Newcastle sind meine Teams. Newcastle noch ein bisschen mehr. Und, das ist ganz, ganz wichtig, ich werde ja nach Newcastle ziehen im Sommer. Nicht nach Newcastle direkt, sondern nach Durham. Das ist da sehr in der Nähe. Da werde ich für die nächsten 9 Monate, also ab September, werde ich da mindestens 9 Monate leben. Das heißt, ich bin auch direkt in der Region und zu FIFA 18 wird dieses Projekt dann in FIFA 18 fortgesetzt. Was, denke ich mal, ziemlich, ziemlich cool werden könnte. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, am Ende dieser Saison hier im Sommer ein Trikot zu gewinnen. Ich werde in jeder Episode, vorausgesetzt ich mache die Facecam, werde ich ein Trikot tragen von Newcastle United, und zwar ab der nächsten Episode. Die Serie kommt immer am Samstag. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Und ab nächsten Samstag wird es dann von mir immer mein Trikot geben, denn ich bin schon dieses Wochenende einmal in Newcastle bzw. in Durham auf einem Workshop.
Das heißt, das wird wirklich extrem verbunden sein mit der Region und mit dem Verein. Und ich werde außerdem gegebenenfalls an den Matchdays in Newcastle Vlogs machen. Dazu aber zu einem späteren Zeitpunkt mehr, darüber reden wir jetzt erstmal noch nicht weiter. Eine Sache, die aber noch definitiv wichtig ist, wir werden den Karrieremodus nicht einfach so vor sich hinlaufen lassen, nein. Ihr kennt eventuell den Screen, den es gibt, bevor man ein Team auswählt, mit dem man in den Karrieremodus startet. Ich blende ihn euch hier einfach mal ganz kurz ein. Vor jedem Spiel wird es Informationen über das gegnerische Team geben, vor allem in Bezug auf den Karrieremodus selber. Was ist der Topspieler, den sie geholt haben? Was ist deren stärkster Spieler, so von der Grundausrichtung her? Welcher Tabellenplatz waren sie letzte Saison? Und so weiter und so fort. So wird das laufen. Wir werden genauso wie im Dortmund-Karrieremodus die Topspiele spielen und die normalen Spiele simulieren. Erste Saison sind wir in der zweiten Liga, in der zweiten hoffentlich in der Premier League. Mal sehen, wie das Ganze laufen wird. Aber jetzt springen wir richtig rein. Ich denke mal, ihr habt alles verstanden. Wenn es Fragen gibt, ballert sie in die Kommentare. Wie gesagt, die Liste der Spieler, die wir ziehen, sobald wir welche gezogen haben, wird es in der Videobeschreibung geben. Die Regeln könnt ihr euch nochmal angucken, was die Transfers angeht. Aber wir jumpen jetzt rein zur Trainererstellung. Und da sind wir auch schon. Wir sind es gewohnt, Max MGT, das ist unser Char. Und ich denke mal, es ist auch relativ logisch, dass ich in Hemd und Chips spiele, beziehungsweise den Trainer in Hemd und Chips dahinstelle, denn wir sind immerhin in England und da ist man ja ein bisschen formeller angezogen. Trainingsanzug passt sowieso nicht so zu meinen persönlichen Expectations. Wir sehen hier Legende, 5 Minuten und natürlich aktuelle Kader im St. James's Park, dem wunderbaren Stadion von Newcastle United. Saisonvorbereitung, Turniereinladung. Ich bin sehr gespannt, wie wir im Turnier abschneiden werden. Allerdings ist natürlich die große Frage, in welchem Treten wir denn an? Wir haben ja einige, einmal in Deutschland, einmal in Portugal, in den Niederlanden. Wir nehmen das in Deutschland und gucken uns unsere Ziele an, die ja für diese Serie eine gewisse Wichtigkeit haben. Und zwar haben wir da einmal EFL Championship Meister werden. Dazu Emirates FA Cup Runde der letzten 16. Also auf jeden Fall schon mal ein bisschen ambitioniert vom Vorstand. Kontinental haben wir keine Ziele. Markenpräsenz, einen wichtigen Mittelfeldspieler holen und mindestens 15 Millionen erzielen. Also Transfererlös. Dazu 2 Jugendakademie-Spieler und mindestens 10 Gesamtpunkte verbessern und in 10 Pflichtspielen einsetzen. Das sind auf jeden Fall die wichtigsten Challenges, die wir hier auch nochmal im Zielüberblick zusammengefasst haben. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Natürlich, wie gesagt, ich kann nur die Challenges erfüllen, die der Vorstand mir gibt, und zwar von mir aus. Und das mache ich hier. Zentrales Mittelfeld, Allrounder und Distanzschütze. Und ich glaube, ich werde auch noch Stammspielerqualität einstellen, wenn ich mich recht erinnere. Genau, das haben wir hier gemacht. Ist schon ein bisschen länger, dass ich diese Aufnahme getätigt habe. Aber wie auch immer, wir gucken uns mal unseren Kader an. Im Tor haben wir Karl Darlow, Mats Selz und Rob Elliott, alles drei an sich recht sympathische Torhüter. Allerdings muss ich da dazu sagen, dass ich noch nicht hundertprozentig weiß, wen ich von Anfang an spielen lassen soll. Und das könnt ihr mir hier direkt mal in der Infocard beantworten. Für wen seid ihr eher? Seid ihr für den Jungen aus Newcastle, für Karl Darlow, zwar schon 25 Jahre alt, aber für die zweite Liga sollte sein 70er-Rating auf jeden Fall ausreichend sein. Oder seid ihr für den Neuzugang Mats Selz? In Realität spielt mittlerweile ja wieder Karl Darlow, weil Selz, der Belgier, sich nicht unbedingt gut gemacht hat in der englischen Liga. Aber kann ja sein, dass ihr den trotzdem sehen wollt. Der hat natürlich das bisschen bessere Rating. Allerdings, Karl Darlow hat die Verbundenheit zu Newcastle. Deswegen würde ich den eigentlich präferieren. Rob Elliott ist Ersatztorhüter bzw. dritter Torwart. Ich denke mal, da müssen wir nicht weiter was machen. Woodman und Krull sind verliehen und auch das wird, denke ich mal, so bleiben. Da brauchen wir nicht viel zu sagen, denn Krull spielt in der Eredivisie, das ist okay. Und Freddy Woodman, ich weiß gar nicht, wohin der verliehen ist. Fulham oder sowas ist in meinem Kopf, aber ist auch vollkommen egal, denn wir haben ja unsere drei Keeper und müssen dementsprechend nichts modifizieren. Als nächstes kommen wir zu den Rechtsverteidigern. Da haben wir DeAndre Jetlin, Vernon Anita, Jesus Gomez und Jamie Sterry. Und auch hier, ja, bin ich relativ sicher, dass ich schon weiß, wer spielen soll. Und zwar DeAndre Jetlin, junger Spieler, für 3,7 Millionen von Tottenham gekommen. Hat auf jeden Fall Potenzial, ist extrem schnell. Und Vernon Anita ist eigentlich eher Sechser. Jesus Gomez wäre Ersatz und Jamie Sterry möchte ich verleihen. Wenn es Proteste gibt, bitte in die Kommentare schreiben. Wir kommen zur nächsten Position, Innenverteidiger. Curtis Good ist auf jeden Fall nur absoluter Backup. Dazu haben wir Jamal Lascelles, der ja in Realität Kapitän ist, Ciaran Clarke, Chancellor Mbemba mit einer Menge Potenzial und Grant Hanley, den man verpflichtet hat in der Sommerpause, also den wir hier quasi indirekt verpflichtet haben mit Newcastle United. Normalerweise würde ich Jamal Lascelles und Chancellor Mbemba spielen lassen, aber ich bin auch der Meinung, Leistungsprinzip ist ganz gut. Das heißt, probieren alle mal aus, schauen, wer gut spielt, und auch da könnt ihr mir gerne wieder eure Top 2 in die Kommentare reinschreiben. Wir kommen zum Linksverteidiger. Da haben wir so gesehen drei Interessante im Kader und einen, den wir verleihen müssen. Das ist Liam Gibson. Massadio Haidara ist auf jeden Fall ein guter Spieler. Damit ist sehr verbunden mit Newcastle. Kommt aus der Stadt und dementsprechend ist der so ein bisschen, ich sag mal, außen vor, wenn es darum geht, wen wir verkaufen sollen. Achraf Lazar haben sie sich geholt von Alkmaar, wenn ich mich recht erinnere. Ist Marokkaner, ist ziemlich, ziemlich gut. Das sind drei für eine Position. Wen sollen wir verleihen? Wen sollen wir verkaufen? Haidara, Lazar
Können wir nicht verkaufen. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Sollen wir Haidara verkaufen oder als dritten Backup behalten? Ja, zentrale defensives Mittelfeld, Anita, Hayden und Colbeck. Da gibt es nicht sonderlich viel zu sagen. Wir kommen nochmal zu den anderen zentralen Mittelfeldspielern, die wir haben. Denn beispielsweise ein Jonjo Shelvey ist für die zentrale Mittelfeldposition, wir spielen 4-2-3-1, natürlich auch interessant. Sammy Amiobi auf der rechten Seite mit Matt Ritchie und Christian Atsu. Natürlich ist Matt Ritchie eigentlich gesetzt auf der rechten Seite. Links wäre dann Platz für Atsu. Und dazu haben wir Amiobi, der als Backup auf jeden Fall herhalten könnte. Die Frage ist, ob wir den wirklich spielen lassen wollen. Aber muss ich nochmal sagen, 4-2-3-1 ist meine Formation. Auch da, wenn es einen richtig geilen Vorschlag gibt in den Kommentaren, dann like den hoch. Dann können wir auch eine andere Formation spielen. Das ist nicht das Problem. Wir haben übrigens noch Joan Gufran und Rolando Ahrens für die linke Seite. Ahrens wäre der Backup und mit Gufran weiß ich nicht. Soll ich den verkaufen? Der ist schon so lange da, kann aber halt nicht viel. Bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Oder ein absoluter Backup. Diame ist unser einziger potenzieller Zehner im Kader, aber wir haben noch Ayose Perez, der das auch spielen kann und den ich auch ehrlich gesagt eher auf der Zehner-Position sehe, beziehungsweise auf so einer Mittelstürmerposition, einer zurückgezogenen Stürmerposition. Weil vorne drin haben wir Vučkić, der spielt keine große Rolle, aber auf jeden Fall Dwight Gale, Daryl Murphy und Alexander Mitrovic, der Ire und der Serbe werden sich so ein bisschen um den Ersatzplatz streiten. An sich ist Gale natürlich der gesetzte Stürmer. Außer er protestet. Dann in die Kommentare oder halt ganz andere Vorschläge, was die Aufstellung angeht. So, erstes Training sehen wir hier, war nicht so erfolgreich. Und jetzt gucken wir uns mal die Formation hier an, die ich mir erstmal ausgedacht habe, auch für das erste Testspiel. Da haben wir Dalo im Tor davor, Mbemba Lassell, Jedlin Lazar, links Atsu, rechts Ritchie auf der 6, Colbeck und Jonjo Shelvey auf der 10er, Jose Perez und in der Sturmspitze Dwight Gale, so wie ich es gerade gesagt habe. Oben rechts habt ihr ab jetzt übrigens den Transfer-Counter. Da könnt ihr immer sehen, wie viele Transfers wir zur Verfügung haben. Erstes Spiel dieser Episode im European International Cup gegen den Hamburger SV. Und da Jose Perez, den ich auf die 10 gestellt habe, macht seinem talentierten Ruf, sag ich mal, gleich alle Ehre und trifft zum 1-0 Lazar mit der gelben Karte. Das ist aber nicht so schlimm an sich, denn wir sind in einem Turnier. Perez macht gleich seine zweite Bude, wir gewinnen 3-0, Lazar bekommt noch gelb-rot. Allerdings macht der eingewechselte Ahrens, auch ein Jugendspieler von Newcastle, der also sehr verbunden ist mit dem Verein, seine Bude. Eventuell auch einer für die Zukunft, der wirklich Stamm spielen könnte, wenn Ritchie oder Atsu sich nicht durchsetzen können oder Perez auf der 10 keine gute Leistung bringt, wir Atsu dahinstellen. Zweites Training, gleich mal wieder direkt interessant, denn wir wollen natürlich unsere Spieler pushen und das sieht ein bisschen besser aus als gerade, aber auch nicht so viel. Außer Jonjo Shelvey, der macht sich ziemlich gut mit seiner B-Leistung, muss man ganz ehrlich sagen. Nächstes Spiel ist gegen Ingolstadt. Das heißt nach dem HSV der zweite Bundesligist. Warum habt ihr jetzt hier keine Infokarte, in der ich über den Verein informiere? Ganz einfach, das wird es nur geben bei den Ligaspielen bzw. Pokalauftritten beim European International Cup, den ich hier einfach so ein bisschen durchpushe. Ist das, denke ich mal, nicht nötig und auch ein bisschen übertrieben. Cohen war das 1-0, Diame, wie ihr sehen könnt, den Ausgleich, 55 Minuten durch. Bisher ist das kein sonderlich zufriedenstellendes Ergebnis, aber das kann sich ja noch ändern. Matt Ritchie macht den Führungstreffer, doch Stefan Lex gleicht noch aus und somit soll das Spiel dann auch zu Ende gehen. 2-2, also keine Niederlage aus den ersten beiden Spielen, aber diesmal nach dem souveränen Sieg gegen Hamburg 2 Tore kassiert. Das darf natürlich eigentlich nicht sein, hatten aber auch einige Änderungen in der Startelf, 7 an der Zahl und dementsprechend ist es klar, dass nicht alles funktioniert. So, Brighton möchte gerne Paul Dummett ausleihen. Ja, und da seht ihr mal, das mache ich direkt. Warum mache ich das direkt? Weil ich denke, dass es die beste Option ist. Dann haben wir Haidara, dann haben wir dazu noch den Kollegen, wie heißt er denn, der Junge? Liam Hilton, glaube ich, und dann haben wir Lazar. Jetzt ist die Frage, wer spielt Stamm? Ganz ehrlich, ich habe zwar gesagt, ihr sollt darüber entscheiden, ob wir den Kollegen damit abgeben, aber erstens, ich habe gesagt, ich habe länger her aufgenommen, das heißt, das wusste ich nicht mehr, dass ich den verliehen habe, und zweitens, er hat einfach die geringste Samtstärke und das geringste Potenzial, von daher hat das keinen Sinn ergeben. Gale und Diame treffen für uns, obwohl Sessegnon Jong den Führungstreffer für Montpellier gemacht hat. Sessegnon Jong an sich wäre auch ein interessanter Mann für uns gewesen, allerdings ist er sowieso erst im Sommer gewechselt, dementsprechend als Mittelfeldspieler, wichtiger Mittelfeldspieler, den wir erholen sollen, keine wirkliche Option. So, Training Nummer 3. Es wird irgendwie nicht besser. 4x D und einmal C bei Ahrens. Ah, ich weiß ja nicht. Jamie Sterry, wie gesagt, das sind die Spieler, die sowieso keine Rolle spielen. Der wird verliehen und zwar an Carlisle. 63er Rating, 20 Jahre alt. Aus dem wird wahrscheinlich nicht viel werden. Aber trotzdem kann man ihn zumindest mal verleihen und muss ihn nicht direkt vom Hof jagen. Vielleicht wird er in den nächsten Jahren noch wichtig. Wir haben einen Scout-Bericht über einige interessante Spieler, unter anderem Lewis Baker, der aber von Chelsea ausgeliehen ist. Tony Villenya, sehr interessante Personalie. Davy Prepper, Mario Vejcinovic, der aber nicht so stark ist und nicht das Potenzial hat. Prepper ist momentan ein bisschen stärker, hat auch nicht so viel Potenzial. Dazu noch Barry Bannon, schottischer Spieler. Newcastle liegt in der Nähe von Schottland, würde passen. Aber mal sehen, was die Scout-Berichte überhaupt schon mal hergeben und ob einer von denen überhaupt interessant für uns ist. Nächstes Spiel ist gegen
Chievo Verona. Das ist jetzt das Halbfinale im European International Cup. Lassell bekommt nach 12 Minuten die rote Karte, was natürlich gar nicht schön für unseren Kapitän ist. Aber wir spielen zu Hause. Und das könnte unser Trumpf sein, weil in der Simulation ist es ja so, dass Chievo, gerade weil sie als Auswärtsteam sind, auch wenn sie theoretisch einen guten Kader haben, benachteiligt werden. Allerdings 70 Minuten durch. Unsere Unterzahl wirkt anscheinend, weil es steht immer noch 0-0. Wir wollen natürlich ins Finale. Die Frage ist nur, schaffen wir das Ganze? Jawohl. 4-3 nach Elfmeterschießen, sehr, sehr schön. Und damit geht's ins Finale. Drittes Bundesliga-Team, Mainz 05 ist unser Gegner. Und das wird ein schweres Spiel, denn guckt euch den Kader mal an. Öztun Ali, De Blasis, Bojan Córdoba, allein die Offensive. Und wir spielen halt nicht mit der absoluten Top-Elf, weil die Innenverteidigung mit Hanley und Mbemba eigentlich nicht unsere nominelle A-Innenverteidigung ist. Der Rest ist A-Elf, aber das nicht. Und das könnte natürlich zum Verhängnis werden gegen so einen Stürmer wie Córdoba, der gelb bekommt. Was den allerdings, kann ich schon mal vorwegnehmen, nicht sonderlich juckt. Muto bekommt ja die Chance, macht das Tor und wir verlieren 1-0. Dementsprechend das Finale des European International Cup direkt mal verloren. Kein Transfer für uns, wäre ein Titel gewesen, wäre schön gewesen. Einen Scout holen wir uns trotzdem. Und zwar für 4 Millionen, 5 Sterne, 5 Sterne Scout. Wir brauchen, habt ihr gerade gesehen bei den Challenges, gute Nachwuchsspieler. Und dementsprechend kümmern wir natürlich uns darum, dass die so bald wie möglich da sind. Und dann, damit wir die auch direkt steigern können, wenn sie denn vernünftiges Potenzial und Gesamtrating haben. Damit wir im Winter bereits die Challenges erfüllt haben, weil zur nächsten Saison wäre halt scheiße, ne, weil bringt uns nicht, weil dann verfallen die Transfers. Villenya, sehr interessanter Spieler, 21 Jahre alt, wir haben eine Menge Geld, trotz des Zweitliga-Status, den wir haben, hat ein 77er-Rating, ist 21 Jahre alt, wichtiger Stammspieler bei Feyenoord, warum nicht? Wäre mein Wunschkandidat, wenn ihr sagt, nein, 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 kein Villenya zu Newcastle, will ich nicht, dann habt ihr hier eine Infokarte. Aber wie gesagt, eigentlich entscheide ich bei diesen Spielern sowieso selber. Ich werde aber, wenn jetzt komplett alles auf Nein dagegen ist, ihn nicht holen. Aber an sich würde ich ihn gerne kaufen als zentralen Mittelfeldspieler, als wichtigen Mittelfeldspieler, was ja auch die Challenge ist. Deswegen wäre ich froh, wenn ihr da was in die Kommentare schreibt. Joan Gouffran haben wir hier, 3,3 Millionen. Den könnten wir verkaufen und zwar an, ich glaube, Sheffield Wednesday war das gerade. Die Frage ist, machen wir das? Auch das, wenn ihr da Proteste gegen habt, in die Kommentare. Ansonsten müssen wir mal schauen. Dann könnte es sein, dass wir nächste Episode den Gouffran nicht mehr haben. Das war's von dieser Episode. Ihr habt's gesehen, das war das letzte Training. Das lief ein bisschen besser, nicht ideal, aber ich denke mal, darauf lässt sich auf jeden Fall besser aufbauen als auf den Trainingsleistungen davor. Das war die erste Episode vom Project Newcastle. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich tierisch freuen. Wie gesagt, einmal wöchentlich, wenn der BVB-Karrieremodus weiter fortgeschritten ist. Zweimal wöchentlich wird diese Serie kommen. Normalerweise auch mit Facecam, sobald ich mein Newcastle-Trikot habe. Also ab nächster Woche. Und dieses Trikot könnt ihr am Ende gewinnen. Allerdings solltet ihr dafür jede Episode geguckt haben. Das kann ich euch schon mal im Voraus sagen, denn es wird ein Quiz geben am Ende. Das heißt, es wäre cool, wenn ihr diese Serie genauso feiert, wie ich die Idee dahinter feiere. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr weitere Anregungen habt, ballert die natürlich auch gerne in die Kommentare. Vergesst eure ganzen Challenges nicht. Ich sage euch übrigens immer jetzt im Voraus der Episode schon mal, es ist sinnvoll, direkt einen Kommentar zu schreiben, während ihr das Video guckt. Also quasi vorzuschreiben, weil ihr immer sehr viel zu schreiben habt und ihr am Ende vergessen habt, was ihr am Anfang reinschreiben solltet. Aber das sehen wir in den nächsten Episoden alles. Für die erste war es das. Ich verabschiede mich, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bis dann. Macht's gut, haut rein und ciao.